Ach ja. Morgen fange ich übrigens auch schon ein bisschen an, die Reise vorzubereiten. Ja, ich auch. Wäsche waschen. Genau, richtig. So. So, das allgemeine Zeugs eben. Ja. Taschen packen. Schon mal, naja, Taschenpacken noch nicht, aber ich überlege mir halt schon mal, was ich alles mitnehmen will. Ja, doch, bei mir geht's dann, wird's dann schon langsam Zeit, so die Taschen zu packen. Ja, gut, du hast ja nicht so viel Zeit wie ich im Moment. Du hast Urlaub, ich habe noch Arbeit nebenbei mit. Genau. Was ich auf jeden Fall noch machen werde, ist meinen niegelnagelneuen Camcorder nochmal aufladen. Das Stativ einpacken. Naja, und dann. Dann, genau. Ne? Könnt ihr euch ja vorstellen. Wir werden zu Vloggern. Dann unter den Tisch stellen und ein bisschen unter den Tisch filmen, unterm Rock und so, ne? Genau. Das Wie man ist es halt so. deswegen das Stativ. Ja. Dass es auch schön steht, ne? Genau, weil nur ein Ständer reicht ja nicht. Oh. Okay, Juri, anderes Thema. Wir brauchen irgendein anderes Thema. Wie krass wir aber von so, ich sag mal, mehr oder minder seriösen Themen auf einmal zu sowas umschlagen können. Ja, wir sind Helden. Ja. Betet uns an! Moa. Das war episch, das Geräusch, glaube ich. Ich Irgendwie nicht. glaube, ich schneid's raus. Ja, ist so. Oh, dieser Fickbaum, ey, der will mich verarschen. Echt? Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. So. Da ist ja das Holzstämmchen ist irgendwo hingefallen, wo es nicht runterfliegen konnte. Deswegen ist er immer wieder runtergeflogen, immer wieder, und er ist nicht ins Inventar gekommen. No. Musste ich so fick Blätter kaputt hauen, bis ich das Ding gekriegt habe. Weißt du, was mir gerade so einfällt? Bisher haben wir noch gar keine Antworten bekommen, als ob jemand von euch auf die Gamescom ist. Genau. Seid ihr alle tot? Hallo? Hallo? Oh, hallo, seid ihr tot? Ich pick den mal ins Gesicht. Ihr dürft auch mit uns reden. Ja. Also ich habe mir ins Gesicht gepickt, Mist. Okay. Failbar, das Fail, Ja, bei den anderen komme ich so schlecht ran. ja. Na, streck mal die Hand aus und gleich hinter dir. Pass auf, du da, pass auf. Oh nein, hier. Ey, der Typ hinter mir, das ist der Slenderman, ja? Also bitte. Achso. Das ist mein alter Kumpel. Your best buddy, bitch. Mein Trinkkumpane, ne? Ja, ist doch Mit gut. dem schlender ich immer so ein bisschen durch den Wald und dann trinken wir ein Bierchen und so und ne? Machen uns dann einen schönen Abend. Schlendete. Oh Mann. Na klar. Ich meine, was würdest du mit so einem Typen machen, ne? Aber wo wir gerade bei Horrorspielen sind, weißt du, was ich heute im Saturn gesehen habe? Ein Horrorspiel. Ja, und zwar Anna. Das gab's ja schon eine ganze Zeit auf Steam. Ja, warte mal, Anna, welcher war das? Das war es in der Mühle, wenn mich nicht alles täuscht. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich dachte nur so vom Weg, oh, das kennst du doch und das war doch bei Steam. Ja, also es ist ja sowieso inzwischen, dass relativ viele Spiele, die bei Steam etwas erfolgreicher gewesen sind oder so, oder die man mal bei größeren Let's Playern oder ähnlichem gesehen hat, dass sie dann doch auch irgendwie im Laden auf einmal auftauchen. Ja, Grim Tales. Hier ist zum Beispiel, gut, das wüsste ich jetzt nicht, aber interessant zu wissen. Ja, doch. Nee, wie jetzt zum Beispiel, was ich jetzt gesehen habe, Anna eben, zum Beispiel. Ja. Dann hatte ich gesehen, das nennt sich, warte, wie war das? To the Moon. Ja, stimmt. Auch Habe ich auch ein schon gesehen. sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Also, zumindest was die Story angeht, gameplay-technisch ist es jetzt, naja, Ja, aber storytechnisch ist das, glaube ich, schon ziemlich, schwierig, ziemlich geil. aber es erzählt auf alle Fälle eine sehr schöne Geschichte. Was gibt's noch? Wo? Left 4 Dead? Ja, Aber gut, jetzt weiß ich nicht, ist Left 4 Dead erst Left 4 bei Dead würde ich Steam eher erschienen? als einen größeren, als einen AAA-Titel ansehen. Also als so einen hier A-Titel ansehen. Ja, aber ich weiß nicht, ob es das vorher noch mal woanders gab als bei Also Steam. ich glaube das aber, wenn er erst später auf Steam gekommen oder so. Ja. Glaube ich. Weiß ich nicht. Also kann ich mich nicht so weit aus dem Fenster hängen, ich weiß es nicht genau. Also, es ist auch nur eine Vermutung bei mir. Ich weiß es eben auch nicht. Was würde mir sonst noch einfallen, was ich noch irgendwo auf Steam oder so gesehen habe und dann. Ja, hier, Satinavs Ketten zum Beispiel, habe ich auch eher erstmal irgendwo online gesehen, als dass ich es im Laden gesehen habe, bis ich es dann schließlich auch mal im Laden gesehen habe. Kann aber auch sein, dass ich es erst später relativ bewusst dann erst wahrgenommen habe. Das mag sein, ja, das ist ja oft so, ne?
Ja, dass wenn man es erst dann irgendwo gesehen hat, kennt, dass man es dann erst wirklich bewusst wahrnimmt. Ja, richtig. Mir fällt aber so spontan auch nichts weiter ein. Aber trotzdem interessant, oder? Also, ich glaube, dann so die Märkte, wie beispielsweise Saturn oder was das da eben alles gibt, die haben inzwischen... Keine Schleichwerbung. Die größeren Elektromärkte, wenn ich bitten darf. Die haben eben, glaube ich, auch alle so ein bisschen Angst, dass der Spieleverkauf sich irgendwann bloß noch online abwickelt. Ja, es wird ja auch, also es geht auch relativ in die Richtung ja eigentlich, wenn man es genau nimmt. Ja, definitiv. Also gerade wenn du diese Seiten wie MMOGA und so anguckst, die halt irgendwelche Titel meistens sehr, sehr günstig anbieten. Ja, das ist ja, schon... Das ist schon ein preußlicher Unterschied, genau. Ja, das einzige Schade ist halt, dass so diese ganze, diese Sammelleidenschaft dabei so ein bisschen flöten geht. Also ich zum Beispiel finde es gerade bei diesen ganzen Dedelic-Spielen extrem geil, die ganzen Hüllen hier stehen zu haben. Weil die zum einen sehr, sehr schön gestaltet sind und zum anderen meist doch irgendwie nochmal so ein bisschen was Besonderes dabei ist. So Collector's Edition-mäßig halt einfach. Ja, so ein Poster oder eben ein paar Soundtracks, die ihr ja hier drin auch ab und an mal hört in dem Let's Play hier. Und so, ja, sowas ist halt schön, ja. Das finde ich schon echt cool. Und alleine halt, dass sich das Regal auch mal füllt. Und dann kommt dann mal irgendjemand zu Besuch und denkt sich so, oh, du Nerd, was hast du denn da alles stehen? Und das finde ich auch ganz cool. Dann sind sie doch ganz gespannt und gucken sich das Zeug auch mal an. Ja, ich meine, so ein Regal, sei es drum, ob Spiele, Musik und so weiter, sagt halt schon ein bisschen was über den Menschen aus. Oder auch Bücher beispielsweise. Also ich hab das schon öfter mal erlebt, dass wenn ich dann hier zum ersten Mal jemanden zu Besuch habe, dass die dann erstmal so durch die Regale schlendern bei mir. Also Regale, haha, so viele sind es nicht, aber es ist halt schon alles nach Musik und Spielen und DVDs und sowas alles und Büchern geordnet. Aber das finde ich auch immer ganz cool eigentlich. So, wenn die Leute gucken, was hat der da eigentlich alles? Ja, vor allen Dingen hast du so mal schnell ein Gesprächsthema zusammen, ne? So von wegen entweder, was ist denn du da für ein Scheiß? Oder oh, voll cool hier das Buch oder der Film oder irgendwie so. Habe ich auch schon gelesen, habe ich auch schon gesehen. Und schon ist der Smalltalk am Laufen. Ja. Und ich meine, stell dir mal vor, wie das ist, wenn alles bloß noch online verfügbar ist. Gerade halt auch mit diesen ganzen E-Books und so weiter, die es jetzt gibt. Irgendwann hast du gar nichts mehr. Genug, ne? Also das Bücherthema hat man auch schon genug, aber muss ich auch sagen. Ja, aber ich meine das jetzt im Allgemeinen. Irgendwann hast du mal gar nichts mehr im Regal stehen. Nur noch Daten. Genau, also... Irgendwie USB-Sticks, wo dann draufsteht, hier Harry Potter 1 bis 7 oder was weiß ich. Kannst du heute theoretisch auch schon. Ja, aber ist ja halt auch irgendwie langweilig, oder? Ja, klar. Ich meine, Harry Potter ist ja nicht so wirklich... ich weiß schon, das ist ein typischer Ballast-Dummbarts-Spruch. Genau, wie geht's da einfach so um die Sache? Ja, klar. Dass irgendwie also, alles mehr digitalisiert wird und irgendwie nichts mehr zu Hause steht. Aber im Augenblick einfach so der Lauf der Dinge auch. Ich muss auch sagen, ich habe, also wenn ich mir jetzt gerade so Steam-mäßig die Richtung anschaue, meine Steam-Sammlung ist schon relativ groß. Auch was jetzt so die Spiele, also was jetzt so allgemein PC-Spiele angeht. PC-Spiele ist meine Steam-Sammlung definitiv größer als die ich so habe. Liegt aber auch daran, dass ich eigentlich Konsolenkind bin. Also Konsolenspiele habe ich hier noch in Löcher rumliegen und die stapeln sich im Grunde fast bis zur Decke. Ja. War das möchtest du mal deine Treppen hier nebenbei hinbauen? Ich habe jetzt hier nur 4 Treppen hingesetzt. Achso, soll ich gleich die Treppenhäuser mit einbauen? Ja, bitte. Okay. Ja, ich mach schon was. Dann brauche ich Treppen und Häuser und Treppenhäuser. Oh, ich glaube, das war zu viel. Ja, aber ich meine, okay, wenn du Konsolenspiele denn halt da rumstehen hast, dann ist ja auch schon mal alles okay. Ja, und das sind alles so Spiele, wo mich keiner drauf ansprechen wird, weil es eh keiner kennt. Ja. Weil ich da doch meinen eigenen Geschmack ja habe, ne? Ja, schon. Aber naja, wie gesagt, auch da kann man dann halt ein bisschen was drüber erzählen. Alleine schon. Nein, nicht über alle. Ich habe noch nicht mal alles durchgespielt, was ich hier habe. Ja, man kann es so sein lassen. Ich bin scheiße. Ja. Ja, durch so einen PC komme ich auch nicht mehr dazu, dass ich hier wirklich so viel mich mal hinsetze und einfach Konsole zock. Entschuldigung. Ist Juwis schuld. Juwis der Übeltäter. So, und weil ich jetzt mal ganz kurz mir wieder einen Sargnagel drehen werde, gucken wir mal kurz, wo Balas ist. Da.
ich bin nicht da. Und ich setz mal hier einfach oder stell mich hier so hin und wir gucken einfach bei alles zu. Weil ich muss jetzt sowieso auf ihn warten, davon mal abgesehen. Ich beobachte dich. Naja, ich glaube nicht, du siehst mich gerade nicht. Buh! Ja, ja. So. Aber wie gesagt, da haben wir mal wieder ein sehr interessantes Thema gefunden gerade. Ja gut, gerade sowas, ja, was sagt auch eine Bibliothek, sage ich schon. Ja, was sagt so ein Ding über einen aus, ne? Das ist schon auch eine Menge dann wieder. Ja, vor allen Dingen auch, das gehört ja quasi zur Wohnungseinrichtung irgendwo mit, ne? Irgendwie, finde ich. Und naja, ich finde allgemein so eine Einrichtung, die sagt halt schon extrem viel über einen Menschen aus, wie er tickt, wie er drauf ist, was er so, weiß ich, von sich selbst hält, was er für Hobbys hat, genau. Also, mal so als Beispiel, meine Wohnung ist ja echt nicht groß, also ziemlich klein sogar, aber die ist halt unglaublich vollgestellt und das aber auch halt eben mit so Sachen, ich setze da oben gleich Platten rein. Also ich habe zum Beispiel hier meine Computerecke, ich beschreibe das jetzt einfach mal so ein bisschen, ja, wo dann hier halt mein Mikrofon steht, da steht meine Kamera hinter mir, meine Webcam hier noch mit drauf, zwei Monitore und so weiter, also so mein kleines Gamer-Paradies irgendwie. Dann habe ich einen Haufen Bücher, einen Haufen DVDs, einen Haufen Musik und einen Haufen Spiele, die überall rumstehen in Regalen, eine ganze Schranktür voller Konzertkarten. Was ich auch ziemlich cool finde. Das ist auf alle Fälle krass, ja. Wenn du da, also wenn du einiges zusammen hast, eine schöne Sammlung oder so, das ist schon. Ja, auch das sagt ja wieder was aus, ne? Von wegen, wo war man? Man erinnert sich dran, also ich stehe manchmal vor der Tür und lese dann so von wegen, oh ja, hier beispielsweise Schandmaul dann und dann gesehen und dann denke ich so, boah ja, damals, ne? Da war ich noch jung. Mit wem war ich da? Ach ja, mit dem und dem und oh, das war ja eigentlich voll cool und so. Also man erinnert sich auch da dran nochmal. Und dann habe ich hier in der Ecke drei Gitarren und einen Bass stehen, obwohl ich die gar nicht mehr spiele. Und zwei Fahrräder habe ich gerade in meiner Wohnung. Das ist so. Warum hast du die in der Wohnung? Weil das eine kaputt ist, das habe ich besoffen kaputt gefahren. Das muss ich erstmal wieder reparieren. Zum Glück kann ich das ja. Und das andere, ja, das steht hier halt hier, weil es viel zu viel wert ist, um es draußen stehen zu lassen. Okay. Ja, der Juwi, meine Damen und Herren. Wenn ihr mal irgendwo einbrechen könnt, dann beim Juwi, da lohnt sich's. Das würde sich wahrscheinlich wirklich lohnen, aber. Also, ich finde, das ist halt schon extrem viel so auf dem kleinen Raum, in dem ich eigentlich lebe. So, schauen wir mal, wenn wir hier dann hochgehen. Ja, finde ich aber ziemlich cool. Hier oben nochmal ums Eck. Dann stehst du hier drin, da. Kannst du hier nochmal aufs nächste Stockwerk dann hoch? Ja, das passt schon. Ja, ist doch gut. So, dann haben wir das erstmal. Geh ich mal rüber auf der anderen Seite. Ja, wo wir gerade so bei dem Thema sind, wie schaut's denn bei dir so aus? Unaufgeräumt. Ja. Hier stapeln sich die Mangas hoch. Also ich hab schon Regale voll mit Mangas hier, das ist, ich hab gar keinen Platz mehr eigentlich dafür. Ja, dass das so viel ist, das weiß ich in etwa. Also ich war noch nie bei ihm, muss ich sagen. Ballas war zwar schon mal bei mir, aber ich noch nie bei ihm. Das ist schon gut so. Das gehört so nicht hin. Nee, auf alle Fälle, wie gesagt, die Mangas stapeln sich hoch. Ich habe hier ein paar, also Regale, da sind auch noch die Bücher da mit drin und so weiter. Lass mich mal überlegen, dann habe ich hier ein paar Fächer, wo ich mein Game, also Games-mäßig das Zeug rumstehen habe. Also hier Konsolenspiele-mäßig. Dann lass mich überlegen. Was habe ich hier sonst noch? Was habe ich da vorne drin? Ja, dann so ein bisschen so Zeug, so meine Meckes-Gläser und sowas, die habe ich irgendwie so ein bisschen hingestellt. Meckes-Gläser? Ja klar, ein bisschen das hier, ne? Keine Ahnung, das ist zumindest ein bisschen was rumsteht, weißt du? So in den Schrank, so ein paar Staubfänger, finde ich wichtig. Staubfänger braucht jeder. Ja, das stimmt. Mal so kurz by the way, hast du Familienbilder hier irgendwo bei dir rumstehen? Nicht wirklich, ne. Ich hab ein Bild von meinem Neffen da. Aber okay. Ansonsten, eigentlich nicht, nee.
Ah ja, okay. Also ich habe eins. Also gut, wenn man es so sehen will, ich hab von meiner Mami habe ich vor ein paar, vor 2 Jahren oder so einen Kalender bekommen, der ist nicht mehr aktuell, aber aktuell ist der Sinn dahinter, weil ich vergesse liebend gerne Geburtstage. Ich Ja. kann mir sowas ja überhaupt nicht merken. Nö, ich auch nicht. Und da hat sie mir so einen Fotokalender praktisch geschenkt, wo halt so jeden Monat die Leute drin stehen, die Geburtstag haben, so verwandtschaftstechnisch. Und so von wegen hier, ja, hier, ne, da hat der Geburtstag, wird so und so alt und so weiter. Ah ja, das ist ja auch ganz cool. Weil ich meine, hey, versuch mal die Geburtstage zu merken, ja, das ist ein Fluch. Ja, finde ich aber auch. Da muss ich sagen, ist Facebook eine tolle Erfindung. Ja, definitiv. Jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen nebenbei. Aber ja, so hatten wir es. So rum, jawohl.